Kauf mich. Miet mich. Mich die schöne Wohnung. Mich das große Haus. Mich das herrliche Grundstück. www.rewa-immobilien.de in Radolfzell und in Konstanz. Wo? Am Bodensee, wo die Immobilie Charakter hat. Am Ende der Straße steht ein Haus am See. Rewa. Maike Leitbier mit den Fußball-News von irsport.de. Der SSV Ulm startet heute mit einem Auswärtsspiel beim Aufsteiger SV Bonlanden in die Oberligasaison. Nach der Insolvenz sprachen wir mit Trainer und Vorstandsmitglied Paul Sauter. Ja, es ist so, wie sicherlich die Fußballfachleute alle wissen, haben wir eine Insolvenz hinter uns. Das sieht im Moment ganz gut aus, was dieses Thema anbelangt. Ja, es ist bereits der entsprechende Bescheid ergangen vom Amtsgericht, dass die Insolvenz aufgehoben ist. Da gibt es jetzt noch ein bisschen Wartefrist, die man einhalten muss, aber insgesamt gesehen sind wir doch sehr zufrieden, dass wir aus dieser heiklen Thematik jetzt endgültig raus sind. Was das Sportliche anbelangt, war natürlich das den gesamten Frühjahr ein Riesenhandicap für uns, vor allem beim Zusammensteller einer Mannschaft. Ja, uns waren ja letztendlich die Hände gebunden über Wochen und Monate. Und dann ist es eigentlich ganz normal, dass man relativ spät dran ist, ja, weil man ja aus diesen besagten Gründen einfach nicht agieren konnte. Ja, und das ist dann normal, dass wir jetzt eben bei der Bildung einer Mannschaft ja noch ein bisschen Zeit brauchen. Das heißt im Klartext, dass ich zwar den einen oder anderen Spieler jetzt von außen dazugeholt habe, sind aber überwiegend junge Spieler, es sind auch Spieler aus anderen Sprachräumen. Da versteht sich von selber, dass da noch irgendwelche Anlaufschwierigkeiten normal sind. Bin jetzt selber neugierig, wie sich die Truppe dann heute Abend präsentiert. Bei uns im Gespräch Paul Sauter, Vorstandsmitglied und Trainer beim SSV Ulm 1846. Wir unterhalten uns gleich weiter. Zwischendurch, der SSV Ulm hat sehr viel Tradition. Traditionelle Musik des SSV Ulm 1846. Wir fighten und wir haben keine Angst vor unserem Gegner, es werden alles sehen.
Nach dem Insolvenzverfahren des SSV Ulm heute der Oberliga-Auftakt in Bonlanden beim Aufsteiger. Wir sprachen mit Paul Sauter. Herr Sauter, wie sieht es aus im Spiel in Bonlanden? Gibt es Verletzungsprobleme? Es ist immer so, dass bei Spielen, bei Testspielen, beim Training immer mal was passiert. Auch wir haben unsere Blessuren zu verarbeiten. Einer unserer neuen fällt definitiv aus, einer dieser US-Boys, die ich da engagieren konnte. Aber gut, das muss man einfach so hinnehmen, muss dann logischerweise gleich eine Alternative wieder haben. Und das Problem hat aber jeder Trainer, ja, das ist nicht neu. Und da muss man dementsprechend dann halt Umstellungen vornehmen. Aber ich denke schon, dass wir eine ordentliche Mannschaft heute Abend präsentieren. Aber jetzt von irgendwelchen Zielen oder gar Ambitionen zu sprechen, das ist zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht möglich, wäre eigentlich auch unseriös. Kommen wir zum Gegner, der SV Bonlanden, Aufsteiger in die Oberliga Baden-Württemberg. Kennen Sie die Mannschaft? Haben Sie sie beobachtet? Wie schätzen Sie diese Mannschaft ein? Es ist so, dass wir natürlich die Gegner beobachten, dass wir uns darüber informieren. Die haben sich sehr gut präsentiert bei ihrem Auswärtsspiel in Neckar Elz. Die Elzer sind ja auch einer der Geheimfavoriten. Von daher haben sie sich in der Oberliga meiner Meinung nach hier gut präsentiert und werden sicherlich alles in die Waagschale werfen, natürlich ihre ersten Heimpunkte zu ergattern. Das ist normal, das ist legitim. Dementsprechend sind wir vorgewarnt und müssen aufpassen. Fußball Weekend. Internet. Radio for you.